Dann ruft zu mir Jules Thierry. Ja, Jules, was soll ich sagen? Seit dem Abstieg aus der zweiten Liga bist du dabei hier in der dritten Liga, bist ein Teamplayer, absolut flexibel einsetzbar und warst immer da, wenn man dich gebraucht hat. Jetzt wechselst du in die Saarlandliga nach Diefeln. Wir wünschen dir alles herzlich Gute. Die Nummer 31, Jules Thierry. So, und dann brauche ich Sebastian Hoffmann. Ja, ich glaube, er ist mit Darek der Älteste im Team gewesen, ja? Kam. Das passt doch wunderbar. Ja, wir waren sehr froh, dass wir Sebastian vor 2 Jahren verpflichten konnten von der HSG Nordsaar. Jetzt sagt er, auf diesem hohen Niveau will er ein bisschen kürzer treten. Er wird Trainer bei der DJK Markingen und beendet damit seine Laufbahn als Leistungssportler und hat natürlich auch mehr Zeit für seine Familie. Aber nichtsdestotrotz bleibt er ja immer in St. Louis, weil er ist ja Lehrer am MPG, ja? Herzlichen Dank, die Nummer 22, Sebastian Hoffmann. Kommen wir zum nächsten. Mein Freund, ich kenne ihn aus der B-Jugend. Und zwar Niklas Luis. Ja, wie schon erwähnt, als Jugendspieler kam er zur HG, ging dann wieder zurück in die Heimat und kam dann wieder nach dem Abstieg auch wie Gilles ins dritte Liga-Team. Und wir werden seine lustige Art vermissen. Er wechselt wieder zurück in seine Heimat, in die Saarliga, nach Völklingen. Vielen, vielen Dank, Niklas. Komm wieder in die Stadtgartenhalle. Die Nummer 29, Niklas Luis. Oh, ich komme hin. Ja, vor einem Jahr sagte ich, Tommy ist weg. Ja? Und jetzt ist er nochmal weg. Ja, nach seinem Abenteuer bei der DJK Rimpa in der zweiten Bundesliga war ich sehr froh, dass er wieder hierher den Weg gefunden hat. Schade, dass er uns jetzt wieder verlässt, aber er will jetzt auch heimisch bleiben in Luxemburg. In seinem Heimatverein Dudelange. Und er hat wieder eine tolle Saison gespielt und ganz, ganz wichtige Spiele gemacht, sogar auf der Spielmacherposition nach den Verletzungen von Tom Petto und Lukas Hüller. Wir sagen herzlichen Dank für 25. In der Torschützenliste ganz, ganz vorne dabei. So, Pet, vorstellen brauche ich dich eigentlich nicht mehr.
8 Jahre bei der HG auf ganz hohem Niveau in der 2. Liga in St. Louis heimisch geworden und mit unserem Darek ein tolles Torhütergespann. Leider muss ich sagen, sucht er eine neue Herausforderung. Er wechselt nach Düdelange mit Tommy und wir wünschen dir alles, alles Gute. Die Nummer 12, Patrick Schröder. So leist die. Es ist soweit. Ich meine. Ja, Philipp Leist. Er kam als ganz, ganz junger Spieler von HSG Nordsaar nach St. Louis. Machte die komplettes Abenteuer in der 2. Liga mit. Wurde Kapitän im Drittligateam. Und will jetzt nach Luxemburg. Der Sprit ist da auch teuer. Er wechselt nach Luxemburg, nach Berchem. Er will auch eine neue Herausforderung. War stets ein zuverlässiger Spieler, dem die HG viel zu verdanken hat. Wir sagen herzlichen Dank. Jetzt fehlt eigentlich nur noch einer und das ist der Chef im Team. Philipp, du kannst nochmal kommen. So, ja, wir fangen mal an. Philipp spielte bereits seit seiner Jugend hier in St. Louis, machte auch die komplette 2. Liga mit, hatte dann ein Abenteuer in Luxemburg, kam dann wieder zurück, übernahm dann die HG in der 2. Liga als Trainer und hat mit der HG auch in den letzten Jahren seine Handschrift getragen. Er hat das Team in den letzten 4 Jahren entwickelt und schwierige Corona-Zeiten gut gemeistert. Wir sagen tausend Dank an den ehemaligen Nummer 13, Philipp Kessler.